Ich habe mir das GFS-Modell oder eher gesagt den 12er Lauf des GFS-Modells gerade angeguckt und dachte, oh, da muss ich noch ein Video zu machen, denn das GFS-Modell geht sozusagen aufs Ganze und berechnet extrem viel Schnee nächste Woche. Das könnte dann die interessanteste Wetterlage, ja, in diesem Winter werden. Und schauen wir dann auf die Wetterlage Mittwochmorgen und da haben wir dieses Tief über Deutschland und dann schießt die Luft von Süden. Von Osten oder Nordosten und Norden nach Süden und würde dann Deutschland recht schnell bedecken und dann hätten wir ziemlich kalte Werte in 1500 Metern Höhe. Dieses Tief zieht dann von West nach Ost und bringt dann rückseitig dieses Tiefs richtige Kaltluft mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe ausgeschlossen im Süden von minus 10 bis minus 12 Grad, die durchaus in der Höhe möglich sein werden und die kalte Luft wird dann so erst richtig angezapft, bevor es dann am Freitag zu einer neuen Grenzwetterlage kommen könnte mit einer Luftmassengrenze. Schauen wir jetzt auf das Wetter, das wir zu haben werden und da sehen wir ein sehr kräftiges Schneetief. Auf der Südseite dieses Niederschlagsgebiets ist es meist der Regen, in höheren Lagen auch Schnee, aber im Flachland wird es dann nichts mit Schnee. Aber im Westen, Nordwesten, Norden und Osten wird es was mit dem Schnee werden. Hier fällt nämlich Schnee nach dem GFS-Modell bis ins Flachland. Dieses Schneefallgebiet verlagert sich dann im Laufe des Morgens weiter Richtung Norden und Nordosten und dann liegt das Tief genau über Westdeutschland und bringt hier auch Schneefälle. Die kräftigsten Schneefälle hätten wir im Erzgebirge, in Sachsen, Teile Thüringens und Hessens, aber auch im Südwesten, im Saarland, hätten wir ein bisschen was an Schnee. Richtung Nachmittag und Mittag zieht das Ganze weiter über die Mitte Deutschlands und dann liegt ein Schneefallgebiet nach jetzigem Stand von Nordwesten über Teile des Ruhrgebiets bis nach Süddeutschland, also Baden-Württemberg. Am Oberrhein wird es eher der Regen sein. Und dazu hätten wir sehr, sehr kalte Temperaturen. Es würde einen Pulverschnee geben. Dann hätten wir Temperaturen in 2 Metern Höhe im Norden von minus 1 bis minus 3 Grad. Sogar im Westen hätten wir Dauerfrost mit Temperaturen zwischen minus 1 und minus 2 Grad während dieses Dauerschneefalls sozusagen. Und hier wird es auch nicht deutlich wärmer werden. Und dazu wird es auch noch windig werden. Also könnten wir einen Schneesturm bekommen. Schauen wir auf die Schneehöhen am Mittwochabend und die sehen wie folgt aus. Wir hätten am Rhein im Westen 2 bis 5 Zentimeter, sonst im Flachland im Nordwesten 5 bis 15 Zentimetern Schnee, sonst in den Mittelgebirgen meist so 10 bis 20, örtlich auch mal 30 Zentimeter Schnee. Am wenigsten Niederschlag als Schnee fällt wahrscheinlich an Nord- und Ostsee und direkt an den Alpen. Schauen wir dann noch auf die Schneehöhen am Freitagabend, wo es dann die Luftmassengrenze geben könnte. Und dann wird die Schneedecke nochmal ein deutliches Stück aufgestockt. So hätten wir einmal über Deutschland Schneehöhen meist zwischen 15 und 25 Zentimetern Schnee. Also da sieht man mal, welches Potenzial momentan in der Wetterlage steckt. Und das, was wir als Meteorologen oder als Hobby-Meteorologen in der letzten Zeit und in den letzten Videos angekündigt haben, dass sich das bewahrheiten könnte.